Vitamin D. Es reguliert den Kalziumstoffwechsel, sorgt für gesunde Knochen. Aber kann es auch vor einer Corona-Erkrankung schützen? Wundermittel oder nur gute Werbung der Pharmaindustrie? Noch fehlen die eindeutigen Beweise, sagt Tino Hanfstengel, Facharzt für innere Medizin. Es sind nur Hinweise darauf, dass es halt eine Beeinflussung zum Günstigen hin gibt, was die Reaktion auf das Virus angeht. Aber es wird Ihnen jetzt keiner sagen können im Moment, nehmen Sie das und mit einer Wahrscheinlichkeit von kriegen Sie das dann weniger als die, die es nicht nehmen. Doch woher kommt die Behauptung, dass Vitamin D vor Corona schützt? Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einem geringen Vitamin-D-Spiegel häufiger und schwerer erkranken. Allerdings sind das meistens alte und schon vorerkrankte Menschen. Und die leiden oft sowieso an einem Vitamin-D-Mangel. Es bietet also keinen konkreten Schutz. Trotzdem hat Vitamin-D Eigenschaften, die einen Krankheitsverlauf mildern könnten. Es ist so, dass T-Zell-Antwort, das sind Immunzellen, moduliert werden kann durch Vitamin-D. Und es ist so, dass Eindringstrategien von Covid im Lungengewebe durch bestimmte Stoffe der Lunge gehemmt werden können. Und diese Stoffe werden auch von Vitamin D beeinflusst. Das ist mal Stand der Dinge. Aber wie viel das wiegt, das kann Ihnen heute keiner sagen. Also hilft es nun oder nicht? Der Internist versucht das so auszudrücken. Ich sage mal so, Sie haben einen Wassereinbruch in einem U-Boot. Und sie drohen abzusaufen und wenn sie mich fragen, wird ein Zahnputzbecher helfen, Wasser zu entfernen, dann würde ich sagen, ja, ganz sicher. Und wir werden aber beide wissen, dass sie trotzdem absaufen. Und wir können nicht sagen, haben wir jetzt einen Zahnputzbecher oder haben wir eine Lenzpumpe. Also ist das jetzt eine sehr relevante Geschichte, dieser Mechanismus oder nicht, das wissen wir heute nicht. Wer sich während einer grippalen Corona-Erkrankung mit Medikamenten helfen möchte, dem rät der Arzt, auf Zink zurückzugreifen. Mit 75 Milligramm täglich kann bereits der Krankheitsverlauf um einen Tag verkürzt werden. Nicht viel, aber besser als nichts. Um sich vor Corona zu schützen, muss der Gang aber nicht gleich immer zur Apotheke sein. Die Widerstandskraft steigt bei gesunder Ernährung, frisches Obst und Gemüse. Gutes Essen, gesundes Essen, nicht prozessiertes Essen, dass körperliche Aktivität gut ist. Es gibt auch Hinweise, dass das mit der Sauna wirklich stimmt und so. Dass das Einhalten von bestimmten Stresslevels und so, das bringt was. Das ist nur halt nicht für 15 Euro zu kaufen, sondern da müssen Sie was in Ihrem Lebenswandel tun. Und sich damit vielleicht ein Stück weit mehr vor Corona schützen.